Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch einmal die Sachen zeigen, die ich gestern Abend gebastelt habe. Die mir bei Instagram folgen, die haben das vielleicht schon gesehen. Ich habe das nämlich in die Insta-Story gepostet, dass ich ein paar Karten gebastelt habe. Und genau, eben in dem Haul habe ich euch, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich noch ein Karten-Update drehen wollte. Und das wollte ich jetzt machen. Genau, es sind 2, 4, 6, 8, 10 Karten. Und heute Abend mache ich wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber ich wollte die jetzt schon mal zeigen, damit es nicht zu viel wird. Und jetzt gerade ist noch das Licht einigermaßen gut. Und weil ich generell noch so ein paar Sachen dazu sagen wollte, dachte ich mir, dass ich die jetzt schon mal abfilme. Dann kann ich, ja, dann wird das Video auch nicht zu lang und wie gesagt, die Lichtverhältnisse sind noch ein bisschen besser. Ich habe wieder die Action Lux Paper Blocks dafür benutzt. Einmal den hier. Den, ich zeige euch das kurz. Von dem glaube ich nur ein paar Sachen. Und den hier, den habe ich relativ viel benutzt für die Karten jetzt. Und genau, da ist ja immer, wie ihr wisst, Papier dabei, Stanzteile, dann so ein paar Vellum-Quotes und ein Bogensticker. Oder zwei Bögen, glaube ich sogar. Moment, hier sind die Sticker. Und ich habe schon überlegt, ob ich die einfach so ein bisschen quasi auseinanderpflücke und die Stanzteile alle rausmache, das Papier zu meinem Papier packe, die Sticker zu meinen Stickern. Habe mich aber zum Glück dagegen entschieden, weil ich jetzt auch schon wieder gemerkt habe, dass es echt praktisch ist, wenn man wirklich einen Block hier hat, damit bastelt und wirklich alles da hat. Man hat die Sprüche, man hat Sticker, man hat Papier und es macht einfach Spaß, weil halt alles schon zusammengestellt ist, so farblich passend. Und es geht auch schneller, weil ich nämlich gemerkt habe, ich habe dann teilweise überlegt, wenn ich jetzt eine Karte irgendwie angefangen habe, dann habe ich halt das Papier dafür genommen. Habe mir aber auch im Hinterkopf gedacht, okay, vielleicht gucke ich nochmal so bei meinem ganzen Papier, vielleicht habe ich eins, was noch besser passt. Habe dann aber mich extra zurückgehalten, weil ich nämlich genau weiß, dass ich mich dann stundenlang aufhalten würde und noch ewig nach einem passenderen Papier mich umgucken würde. Und eigentlich ist es ja Quatsch, weil man hat ja. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das erklären soll, aber ich finde es einfacher, wenn man dann einfach das nimmt, was man hat. Und die Karte ist ja trotzdem schön geworden. Und dann macht es viel mehr Spaß, als ob man jetzt Ewigkeiten nach dem perfekten Papier sucht. Ja, weil das ist gut so und dann muss man nicht dauernd nach noch was Besserem suchen. Weil dann merke ich, dass mir die Lust so ein bisschen vergeht und man sich so ein bisschen, ja, zu sehr drin reinsteigert. Und mir macht es dann mehr Spaß, wenn ich wirklich eine Karte fertig mache. Viertelstunde dafür brauche vielleicht und dann zur nächsten übergehe. Ja, darum wollte ich euch so ein bisschen, ich weiß nicht, also jeder bastelt ja irgendwie anders, aber mir hilft es auf jeden Fall dann mal bei einer Sache zu bleiben und dann auch wirklich nur das zu nehmen, was hier jetzt drin ist. Das Einzige, was ich mir bei diesen Karten von diesen Action-Looks-Blöcken immer noch dazu nehme, ist mein Vellum-Paper von Systrene Grene hier. Das finde ich immer sehr passend dazu. Ja, das habe ich die letzten Male, als ich damit gebastelt habe, auch immer schon noch mit dazu genommen. Aber ich fange jetzt nicht an, so in meinem generellen Zeug noch rumzuwühlen. Ja. So, genug gequatscht. Wenn mir noch was einfällt, dann sage ich euch das später. Ansonsten fange ich jetzt erstmal an. Also einmal habe ich hier so eine You Are Perfect Karte gemacht. Ich habe sowohl welche so zum Geburtstag als auch allgemeine Karten gemacht, die man auch mal so mitschicken kann, wenn man irgendwie eine Post verschickt. Ach so, mir fällt gerade auf, es fehlen diese Sachen, die ich hinten mal drauf mache. Und zwar mache ich immer meinen Stempel drauf. Hier so in der Mitte. Die habe ich in Schwarz und in so einem Altrosa ausgestanzt. Die fehlen noch. Die lege ich mich direkt mal hin, dass ich das noch drauf mache gleich. Genau, also einmal die. Ich habe auch unter den Blöcken so ein bisschen gemischt. Und da habe ich dann noch Stickles mit drauf gemacht. Das sind diese. Nee, das nicht. Das sind diese Glitzerflaschen von der Scrapbook-Werkstatt. Die sind echt, finde ich, die besten Glitzer. Ja, nicht. Ja, doch Glitzerkleber, die ich je hatte, weil die wirklich richtig stark pigmentiert sind. Also die sind echt super cool. Und hier habe ich das Papier noch ein bisschen gestanzt mit meinen Stanzern. Und dieses Vellum Paper, das klebe ich einfach mit einer Klebemaus fest. Man sieht jetzt hier leicht diese Klebepunkte, aber ganz ehrlich, das stört mich jetzt nicht unbedingt.
Genau, einmal die. Dann habe ich die hier gemacht. Die finde ich richtig hübsch. Gefällt mir mit am besten. Auch eine allgemeine Karte. Life is better with you. Ich sehe gerade, dass ich die zweite Eule, die hier vorne noch sitzt, zugeklebt habe mit Blumen. Naja, egal. Habe ich hier noch Vögel dazu geklebt. Und habe immer eigentlich die Grundbasis genommen. Zwei verschiedene Papiere. Dann hier hinter noch gestanzt. Ein Vellum-Quote und dann ein Tier meistens. Oder ein etwas größerer Sticker und dann noch so ein bisschen Deko dazu. Hier drin klebe ich dann immer noch ein weißes Blatt, dass man da besser drauf schreiben kann. Und hier war sogar schon ein Sticker drauf, weil ich die Karte nämlich schon mal angefangen habe, habe das aber runtergerissen, weil es mir nicht gefallen hat und hatte dann den Rohling quasi schon halb fertig. Dann habe ich auch welche in Hochkant gemacht. Einmal die hier. Ist auch eher so eine allgemeine Karte. Hier habe ich zum Beispiel dieses Vellum Paper benutzt. Und dann diesen Fuchs. Und dahinter habe ich dann noch so ein paar Blümchen geklebt. Und dann auch wieder mit Stickles verschönert. Also finde das echt toll, wenn das dann so glitzert. Genau. Dann eine Geburtstagskarte. Die finde ich auch total niedlich, weil ich auch diesen Farbton von dem Stickles perfekt passend finde. Ich habe dann nämlich immer halt verschiedene genommen. Das ist jetzt zum Beispiel der hier. Da sind auch eigentlich Glisten, heißt der. Falls euch das interessiert. Genau. Und dann habe ich wieder die Blümchen so ein bisschen verschönert. Dann einmal der hier. Das ist theoretisch so eine gute Besserungskarte. Warm wishes, get well very soon. So ein bisschen in Gold gehalten mit dem Auto. Das habe ich auch noch nachträglich mit Glitzer verziert. Dann habe ich noch eine Geburtstagskarte gemacht. Da habe ich die Geschenke so ein bisschen höher geklebt, die vorderen, mit solchen Klebepunkten. Und auch wieder mit Stickles verschönert. Einmal den weißen. Das war der hier. Der heißt... Der hat keinen Namen anscheinend. Ne, da steht keiner drauf. Und dann noch dieses, diesen türkisenen. Das ist Cool Mint. Genau, da habe ich mir auch noch ganz viele von bestellt, weil die Scrapbook-Werkstatt hatte ja 50% Rabatt. Und da habe ich, glaube ich, noch 5 verschiedene Stickles-Farben mir bestellt, die ich noch nicht hatte. Da freue ich mich schon drauf. Dann die hier. Das ist auch mit meiner Lieblingskarte von denen, die ich gestern gemacht habe. Habe ich auch wieder dieses dunkelrote benutzt. Das ist Pink und Silber, meine ich. Und hier noch Weiß. Also ich finde das echt super schön und dezent, wenn es ein bisschen glitzert. Genau, Kisses from Me, auch eher allgemein gehalten. Und der schöne Hase dazu. Dann auch so eine Karte, die man einfach mal so mit dazu machen kann. Da habe ich so ein bisschen die Punkte vom Reh beglitzert, be yourself always, there's no one better. Mit so ein bisschen, ja, Pflanzen dazu und im Hintergrund so ein Holzpapier. Und dann habe ich nochmal eine auf weißer Basis gemacht, also nicht auf Kraftpapier. Da steht einfach Congratulations drauf, have a lovely day, also auch eher Geburtstagskarte. Mit so einem rosa Holz im Hintergrund und so Blümchen. Ja, wie gesagt, man sieht so ein bisschen diese Klebepunkte durch von diesem Kleberoller, aber das stört mich jetzt nicht unbedingt. Und hier habe ich die Stickles benutzt, um so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal Halbperlen zu machen. Finde ich auch sehr schön. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, das ist echt super gut pigmentiert. Also wenn man jetzt, es gibt ja auch diese Glitzerflaschen, die waren von Ideen mit Herz damals und die glitzern zwar auch, aber die haben höheren Klebeanteil quasi, da sind nicht so viele Glitzerpartikel drin. Und das merkt man schon, den Unterschied. Genau. Und schon zu guter Letzt diese Karte, Life is better with a dog. Die gefällt mir jetzt nicht mehr so gut wie ursprünglich. Ich hatte das ein bisschen anders angeordnet. Aber ja, ich glaube, irgendwem wird sie bestimmt gefallen. Vielleicht schicke ich die mal jemandem mit, der Hunde hat, wenn ich irgendwie ein Tauschpaket mache. Ja, die ist ganz niedlich geworden, aber ist jetzt nicht so mein Favorit. Und das ist auch noch eine andere Karte.
Die ist, glitzert so ein bisschen und hat ein größeres Format. Ja, ach so, und ich habe immer meistens so einen kleinen Rand gelassen. Das finde ich immer hübscher. Und bei der einen habe ich... Ach so, nee, das war die. Da hatte ich erst einen Rand gelassen, also dass man das Rosane durchsieht, aber habe mich dann doch entschieden, dieses Blümchenpapier zu stanzen. Also ursprünglich ging das bis oben jeweils, aber habe das dann doch gestanzt. Genau. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Karten und dass ich euch wieder ein bisschen inspirieren konnte, mal wieder mit den Actionblöcken zu arbeiten, die gerade bei mir irgendwie mal ein bisschen in Vergessenheit. Ich habe die hier extra liegen, also nicht beim Papier. Und ja, meistens, also ich denke da meistens nicht dran, weil entweder suche ich nach Papier oder nach Stickern. Und beides ist ja hier drin, aber ich habe das halt separat, wie gesagt. Und deswegen, ja, es ist immer so phasenweise, dass ich mit denen arbeite. Genau, aber jetzt sind sie wieder ein bisschen leerer geworden und ich habe wieder ein paar mehr Karten. Mein Kartenregal ist jetzt auch schon bald voll. Ich kann euch das mal zeigen. Moment, irgendwie kann ich gerade nicht hochschwenken. So. Da oben ist mein Regal mit den ganzen Karten. Die habe ich auch so leicht sortiert nach ja, Thema oder Anlass. Aber das ist jetzt auch bald voll und dann muss ich mal langsam wieder, ja, entweder mal ein paar mehr verschenken oder anbauen und die woanders noch aufbewahren. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es gibt sicherlich in den nächsten Tagen nochmal so ein Update, weil ich echt Lust habe, wieder noch mehr Karten zu machen. Aber das, genau, war es erstmal für das Video. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!